Leute, wir sind angespitzt, denn es wird bildunschön. Bildunschön. Willkommen zu diesem Show-Shuffle an diesem Mittwochabend. Ja. An meiner Seite ist die wundervolle, unvergleichliche, unerreichte, fantastische Katjana. Wow, danke, das waren sehr viele Adjektive. Und an meiner Seite ist der fabelhafte Fabian. Ja, wenn ihr da draußen euch fragt, ja, wir wollten eigentlich ja Bad Deals sehen oder ursprünglich NDA sehen, beides machen wir heute nicht, weil NDA musste leider kurzfristig ausfallen, ja. Und Bad Deals ebenso. Aber wir sind nicht untätig geblieben und haben uns was komplett Neues überlegt, weil wir sind im Kopf immer weiter am Malen. Immer weiter am Malen, mhm, genau. Da ist der Stichpunkt. Das war der Strichpunkt. Ja. So kannst du den ganzen Abend weitergehen. Ja, Leute. Hey, Leute, macht mal Herz in den Chat rein, wenn es so weitergehen soll. Und wir malen heute. Und zwar aber nicht einfach so malen, einfach hier mal da, hier mal ein Strich, da mal ein Strich. Nein, nein, es geht konkret um konkrete Begriffe, Personen. Wir wissen es auch nicht. Wir wissen es auch nicht genau. Wir haben keine Ahnung, was wir gleich malen werden. Wir haben überhaupt keine Ahnung, genau. Uns wird gleich dieser Begriff gegeben und wir haben dann anschließend 5 Minuten Zeit, ja, um den detailgetreu nachzumalen. Ja. Anschließend dürft ihr abstimmen, welches Bild von uns beiden näher am Original ist. Genau. Ne, das macht ihr gleich mit dem Ausrufezeichen Bild und dann Katjana oder Fabian, je nachdem, was näher am Original war. Ne, genau. Man muss fairerweise sagen, es ist nicht komplett neue Idee. Andere Leute wie BuzzFeed haben das auch schon mal gemacht. Aber die können ja alle malen. Ja. Wir auch. Ja. Ja. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Ja, sind wir tauchen in die Farben. Wir tauchen in die Farben und starten mal mit dem ersten Begriff, okay, den wir jetzt sehen. Freiheitsstatue. Und ich würde sagen, okay, warte mal. Okay. Zuerst mal, das ging sehr schnell. Ja. Zuerst mal holen wir uns ein Blatt. Ja. Okay, gut. Die Freiheitsstatue. Okay, ich muss überlegen. Okay. Hast du dich gesammelt? Yes, ich habe mich gesammelt. Du weißt schon, dass die Freiheitsstatue rot ist. Ja, ich weiß, dass die Freiheitsstatue rot ist. Alles klar. Dann würde ich sagen, auf die Plätze. Auf die Plätze. Shit. Fertig. Tisch. Katjana, übrigens ganz kurz, du siehst da deine GoPro, genau. Kannst es einmal, damit wir alles sehen. Mhm. Auf die Plätze. Fertig. Fertig. Los. Katjana, du warst ich ja schon. Ich habe gar keine Ahnung, wie das gehen soll. Nee? Warte. Also, oh mein Leute Gott, das wissen ist ja, dass schlimm. Ich gar nicht so ein guter Zeichner fuck, bin, fuck, aber fuck, fuck. Was die Leute nicht wissen, mit oh mein Zeit, Gott, ich weiß, das war immer nur so ein Zeitfaktor bei mir. Ist mit so Zeit bad. Geht das total klasse. Okay, warte mal. So, warte mal. Es gibt ja diesen. Nee. Die Grundfarbe. Es geht um die Grundfarbe. Fuck it. So. Sorry. Du warst ja schon, du hast ja in Amerika gelebt, Katjana. Wo hast du genau gelebt? In New York und in L.A. Und in New York. Also das heißt, die hat da irgendwas drin. Also hast du ja einen kleinen Vorteil, weil du sie vielleicht schon mal im Original gesehen hast, oder? Ja, habe ich auch. Aber das muss nichts dafür müssen heißt. Ein bisschen. Oh, doch, warte. Okay. Ich glaube, wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir kräftig malen. Okay. Damit oh mein auch Gott, meine ist ein bisschen. So. Okay. Oh Gott, das ist wieder. Okay. Okay. Seht ihr genug? Ja, ich hoffe, dass man. Wir sehen das gut, höre ich gerade. Okay. Warte mal. Oh mein Gott. Also es ist wirklich schwierig, das komplett ohne Vorlage zu malen. Warte mal. Okay. So. Zack. So, jetzt. So. Wo bist du? Hast du schon den Kopf? Wie viel Zeit haben wir noch? Okay, oh ja. 3:29. So, warte mal. Hast du schon den Kopf, Katjana? Ja. Ich habe schon den Kopf. Oh mein Gott. So. Sorry. Okay. Oh nein. Hä?
nix. Oh. Wie läuft's bei dir? Gut, richtig gut. Ja? Ja. Ich hoffe, ich habe das Richtige. Ich hoffe, ich habe die. Du hoffst, du hast die richtige Freiheitsstatue, ne? Ja. So. So, da. Und dann. Ja, okay, ich hab zu schnell gemalt, glaube ich. Oh Mann. Ach Gott, das ist wirklich. Das ist schon wieder so peinlich. Das ist. Ach Mann. Ich wollte diese Formate nicht mehr machen, wo ich malen muss. Ich weiß nicht mehr. Warte mal. Und jetzt hat die doch in der einen Hand hat die doch. Irgendwas. Hat die doch, ne? Hat die doch ein Fahrrad, oder nicht? Ja. Warum ist denn das so kurz? Okay. So. Wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten? Oh, ich weiß nicht, wie die Haare aussehen. Und hier ist auch noch mal ein bisschen was. Dingens. Machen wir ein bisschen so. Nee, das ist... Hat einen sehr, sehr langen... Die hat ja auch einen tollen Faltenwurf, ne? Genau. Ah, shoot. 1:35. Okay. Hier ist auf jeden Fall dann noch die Fahrradklingel, die sie ja in der einen Hand hat. So, ja. Das sieht schon gut aus. Kannst du eigentlich grundsätzlich gut malen, Fabian? Witzigerweise eigentlich nein, und das wissen die Leute in der Community auch. Aber ich war ja jetzt im Urlaub vor kurzem und ich habe angefangen zu zeichnen. Und ich muss sagen, ich mache extreme Fortschritte. Aber ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie das ist, wenn man live. Ja. Ich weiß nicht. Die Blume, ne? Die wirft so unschöne Schatten. Deswegen könnte das Ergebnis vielleicht verstellt sein. Ah ja, hier sind noch. Hier, also, noch ich bin ja, war ja die ersten bis zur dritten, vierten Klasse? Ja. Vierte Klasse war ich auf der Waldorfschule. Und haben wir natürlich sehr viel gemalt. Aber seitdem eigentlich nicht mehr. Gut, lass uns nicht mehr weiter auf die Folter gehen. Und lass mal sehen. Ich weiß nicht, was man hier noch besser machen kann. Warum malst du denn die ganze Zeit? Okay, 19 Sekunden, ich bin fertig. Dieser Hals ist einfach etwas lang. Und ja, sie hat... Sechs. Okay, ich weiß auch nicht. Zwei. Okay, 7. Stopp! Ich habe gerade schon auf dem Ohr, dass es schon vorbei ist. Okay, es ist vorbei. Freiheitsstatue. Was haben wir hier? Zeig mal. Ah, ich guck gerade, wo ich hinlegen muss. So, Koordination. Seht ihr das gut? Sieht man das gut? Ja. So, wir können es so legen. Perfekt. Alles klar. Ich würde sagen, ihr könnt jetzt. Kannst du einmal drehen, Katjana? Und zwar so? Genau. Ihr könnt jetzt ein bisschen höher und ihr könnt jetzt abstimmen da draußen. Und zwar unter Ausrufezeichen. Bild für Katjana oder Ausrufezeichen Bild Fabian für mich. Wer hat die bessere Freiheitsstatue gemalt? Bitte jetzt abstimmen. Jetzt. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Wie findest du meine? Eindeutig meine. Wieso? Also erstmal muss ich ehrlich mal, also guck mal. Ganz kurz, die Leute können gerade vergleichen zwischen dem Originalbild und... Und unseren? Well, okay, Schleier ist gut. Den habe ich vergessen. Ganz kurz, wo ist denn dein Buch? Ach so, du hast auch ein Buch gemalt? Ja. Und ja, es ist ein bisschen du hast leider, was du überhaupt nicht bedacht hast, und da muss ich kurz mal die Zuschauer auf meine Seite heben, was du überhaupt nicht bedacht hast, ist der Faltenwurf. Siehst du diesen Faltenwurf? Ja, das ist bei dir Schlangen. Die hat Schlangen gegessen. Nee, das ist ein 1A-Faltenwurf. Also, das Ergebnis wird auch ein bisschen verfälscht. Ich mach mal hier. Oh, das ist ja ganz gut, ja? Das stimmt. Sonst können die das gar nicht so richtig erkennen, weil da so ein Schatten, den habe ich natürlich nicht mit drauf gemalt. Ist ja wohl klar. Aber man erkennt, dass meine eine Frau ist. Und bei dir ist es einfach nur so ein... Ja, das sieht aus wie... Kennst du die Geschichte von den Monstern? Wo der... Es ist eine Kindergeschichte. Mhm. Und
er träumt und er geht, er hatte so ein Monsterkostüm an und er geht, The Monsters, die Monster. Ah, okay. Monster AG, genau, so sehen die Leute aus. Ach so, die Monster AG, der Film. Ja, nee, eigentlich meine ich was anderes, aber genau so. Also es sieht aus wie ein Monster. Es sieht aus wie ein Monster, aber ich finde, es ist schon, du hast du die Flamme eigentlich gemacht? Die Flamme, das Blöde ist. Die ist halt blau. Die ist halt blau, ja. Ja. Das stimmt. Ganz kurz, du hast blau, ich habe so ein grün. Ich finde nämlich, dass das eigentlich eher so ein grün ist. Findest du nicht auch? Ich glaube, es ist ein Mix von uns beiden. Es ist ein Blau-Grün. Ich bin wirklich gespannt, was der Chat sagen wird. Wie seid ihr denn? Seid ihr gute Maler, ihr da draußen? Könnt ihr gut malen? Ich glaube nicht, dass die gut malen können. Ich glaube immer mehr, dass die Leute. Gab's da schon Ergebnisse? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Haben wir denn schon langsam vielleicht ein Ergebnis vorliegen, liebe Rit? Es dauert noch einen kleinen Augenblick, Katjana. Genau. Zeit für uns. Also, was, ja? Zeit für uns. Du warst schon mal vor Ort bei der Freiheitsstatue. Ja, war ich. Was hast du da erlebt? Also ich war nicht auf der. Hast du ein Foto gemacht? Ja. Ja? Ja. Damals, aber nicht mit der Freiheitsstatue. Nein. Sondern du hast einfach. Ich habe ein Selfie gemacht. Eine Freiheitsstatue war ganz hinten. Und die sah genauso aus. Die sah genauso aus? Ja. Okay. Wann hast du das letzte Mal? Oh, yes! Also. Ja, man okay, muss sagen, aber liebe Grüße an die 3% oder wie wir sind es? 12, noch was Prozent, die für mich gestimmt haben. Ich küsse eure Augen, alles wird das gut. Das ist schon schön. Aber nee, wann war das letzte Mal, dass du die Freiheitsstatue gesehen hast, Fabian, glaubst du? Interessante Frage. Ich glaube, das müsste gestern Abend gewesen sein, ja? Als ich Nachrichten geguckt habe. Warum? Es ging bestimmt irgendwie um Trump oder so. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, es steht 1:0000. Okay. Für Katjana. Und wir machen weiter mit dem nächsten. Und wie gesagt, diese Bilder werden wir dann am Ende auch noch mal auf der Heinrichstraße verteilen. Auf der Straße, die könnt ihr dann einfach. Ja, beziehungsweise wir würden auch, also falls sich freundliche Kuratoren oder Kuratoren da draußen befinden, wir suchen auch gerne ein Atelier, wo wir ausstellen können. Ja, das finde ich auch gut. Das fänden wir schön. Fabian, glaubst du, dass die Leute heutzutage weniger gut malen können oder besser malen können? Oder? Du meinst bezüglich darauf, dass wir so viel digitalisiert leben. Ja, dass die Leute weniger. Dass die Leute weniger malen, aber sie können ja auch digital malen. Ja, stimmt. Ja. Das wollten wir eigentlich heute auch machen, aber. Das hat leider nicht geklappt, weil genau. Wir zu blöd sind. Ja. Alles klar. Bist du auch? Ich bereit, bin bereit, ja. Für den nächsten Begriff. Und der kommt jetzt. Es ist. Freiheitsstatue. Chicorée. Chicorée. Okay. Gut. Wenn man nicht weiß, was. Was ein Begriff ist? Ja, dann. Dann geht man da rein. Dann geht man da einfach rein. Ja. Ich würde sagen, wir machen. Willst du den skippen oder machen wir den? Wir können ihn machen. Wir können ihn machen? Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, auf die Plätze. Plätze. Fertig. Los. Chicorée. Aber damit haben sie sich auch einfach wirklich das unbekannteste Gemüse ausgesucht, was es gibt, oder? Ja. Also, ich dachte ja, man denkt ja immer, es ist ein Pferd. Aber ist ach, es jetzt ja habe ich nicht. Dir schon einen Tipp gegeben, ne? Hättest du das nicht gewusst, dass es ein Gemüse gewesen wäre? Ist es ein Gemüse oder hältst du mich auf die Pflaume? Hältst du mich auf die Pflaume? Hältst du mich. Weißt du? Ja, sag. Es ist interessant, was so aus Mündern rauskommt. Manchmal mache ich einfach nur auf und gucke einfach nur, was da rauskommt. Mhm. Als ob ich nicht mit dabei bin. Gut. Chicorée. Chicorée. Ist da, nicht? Der, die, das Chicorée. Okay, ich fang mal an. Ja, fang mal an. Ich meine, so viele Farben gibt's im Gemüseregal ja auch gar nicht. Ach, toll. Der Tisch gibt der ganzen Sache eine ungewollte, aber perfekte Maserung. Ist das nicht fantastisch? Manchmal sind es ja die Zufälle, die es Hammer machen, oder? Mhm. Aber das war ein interessanter Gedanke gerade von dir mit diesen Mündern. Ne? Manchmal kommt da was raus. Und ich finde, wir sind ja jetzt auch gerade in so einer Situation, wo einfach irgendwas rauskommt. Ja. Oder? Also, ich muss ganz ehrlich sein. Sei ehrlich, ich kann es vertragen. Ich weiß nicht so ganz, was eine Chicorée ist. Nee? Nee. Aber was glaubst du denn, was es ist? Ich glaube, also können wir sind ja jetzt hier, das ist unser erstes uns. Mal. Wir sind unter dieses Format am Machen. Ich glaube, es sind es sind Chilis? Ja. Okay. Ja?
Es sind Chilis, okay. Chilis, okay. Es kann aber. Ich muss ehrlich auch sagen, ganz weiß ich es nicht. Ich glaube, ich mache das Richtige, aber ich weiß es auch nicht genau. Okay. Was ist. Okay, ich glaube auch. Aber manchmal ist es ja auch so im Leben, dann hat man eine Entscheidung getroffen und dann muss man es durchziehen. Genau. Oder? Und ja. An dem Punkt bin ich auch gerade. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich kann jetzt eigentlich auch nicht wieder zurück. Chicorek, Chico. Okay. Gut. Okay, ach, das. Oh Gott, ich habe gerade so ein Gefühl gehabt, was ich wirklich seit Jahren nicht mehr hatte. Also aus der Kindheit, okay. Also aus der Kindheit. Und zwar dieses, ich mal was aus und dann habe ich einen Krampf im Arm, weil ich so kräftig drücken muss. Oh Gott. Kennst du das? Mhm. Gut. Ganz ehrlich, wenn ich einfach nicht hier sitzen würde, ich würde dieses Format gucken. Finde ich spannend. Ich wüsste nichts, was ich mit meinem Abend besser anfangen sollte. Es könnte aber auch. Okay. Aber es gibt natürlich auch Chicory, die Stereoanlage, ne? Okay. Ja, die gibt's auch. Nee. Nein. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel mehr, was ich noch machen soll. Einen kann ich noch mal. Ja, okay. Also. Eine Schote mache ich noch. Noch dazu. Welche Farben benutzt du denn, Katjana? Alle. Alle? Ja, jetzt mittlerweile ist es einfach ein großes Durcheinander. So. Ich glaube, das macht nicht so viel Spaß, wenn man einfach nicht weiß, was es ist. Also, vielleicht. Oh, shit. Shit! Was? Ich habe den Anspitzer kaputt gemacht. Oh Gott. Also, ich kann ja jetzt. Ah, nee, doch nicht. Oh Gott, das ist ja einfach. Ich muss ihn so machen. Das ist wirklich frustrierend. So. Also, wir haben noch 1:12, sehe ich gerade. So, aber ich glaube, das reicht. So, hier noch verbunden. Und ich finde, das kann 1A als Produktbeschreibung durchgehen. Okay. Ich glaube, wenn man das googelt im Internet, dann findet man, wenn man Chicory eingibt, dann ist es das eigentlich, was man findet. Kann ich mir gut vorstellen. Was ist denn dein Lieblingsgemüse eigentlich, Katjana? Oh, ich mag Kohlrabi. Ich bin ein großer Fan von Kohlrabi. Das hättest du malen können? Kohlrabi? Kohlrabi hätte ich malen können, ja. Glaube ich, das ist nur so ein rundes Ding. Ich finde es auch gut, aber kennst du, weißt du, was ich. Kaum ein Gemüse ist so gekocht, so viel beschissener als Kohlrabi. Findest du nicht auch? Kennst du dieses gekochte Kohlrabi? Das ist so viel ungeiler als normales Kohlrabi. Kohlrabi als einfacher Snack, schön in so einen Dip rein und dann snacken. Mega geil. Pur, es ist süß, es ist kalt. Vorher in den Kühlschrank tun, raustun und so dippen, also so einfach so essen. Einfach schneiden, in den Mund dippen. Oh, das ist, also die ganze Schale ummachen und dann so. Ich genau, finde, aber nicht kochen. Nicht kochen. Nicht kochen. Kohlrabi ist underrated. Entschuldigung, dass ich ein englisches Wort benutze. Ich weiß, die Fans sind auch. Die Leute wollen es nicht hören, aber es ist einfach. Unterbewertet. Underrated. Okay. Alles klar, Zeit ist abgelaufen. Gut. Ich würde sagen, wir starten wieder den Vote. Ihr könnt wieder unter Ausrufezeichen Fabian, Ausrufezeichen Bild und Fabian für mich voten. Ja. Aber ihr könnt natürlich auch für Ausrufezeichen mit Ausrufezeichen Bild Katjana für Katjana voten. Und ihr könnt einmal sehen, was wir hier gemalt haben. Wir drehen es einmal. Also das macht ja gar keinen. Also, was war's denn? Was ist denn eine Können wir mal ganz kurz auflösen? Was? Das ist meins. Sehr schön. Das ist Katjana. Du hast einfach zwei Chilischoten. Was ist das noch? Dann habe ich okay, ich gehe mal durch. Ich habe gedacht, okay, es sind Chili. Ja. Dann dachte ich, vielleicht ist es ein Hund. Mhm. Noch ein Hund. Dann dachte ich, naja, vielleicht ist es ja eine Wolke. Wer weiß. Und dann habe ich gedacht, es sind Boxen, die komisch aussehen. Das war nur so ein Kreis. Alles klar. Ich bin mal gespannt, was rauskommt, wenn man aber kann ich Chicory das mal googelt. Chicory sehen. Können wir das mal ganz kurz sehen? Das interessiert mich. Einen Moment. Da kommt's rein. Das ist ja eindeutig. Gut, das ist eindeutig. Das ist natürlich eindeutig. Ein bisschen bauchiger da, aber ihr könnt natürlich jetzt abstimmen und nach der Werbung lösen wir dann auf unter Ausrufezeichen Bild Katjana für deine Chilischoten oder für meine Bild unschönen Chicorées mit Ausrufezeichen Bild Fabian. Und wir sehen uns nach der Werbung wieder. Bis gleich. Bis gleich. We'll be right back.
willkommen zurück zu Bild und Schön, dem Bild neuen Schön. Malformat auf Rocket Beans TV, beziehungsweise dem Piloten. Wir probieren gerade ein paar Dinge aus. Genau. Mein Name ist Fabian, das ist meine Co-Kollegin Katjana. Und wir haben gerade geklärt, du kennst Also, ich klemme auf. Ja. Ich kenne das Gemüse. Max macht das öfters für mich. Der kocht mir dieses Gemüse. Max Bierhals. Max Bierhals. Liebe Grüße an, der Stelle. Und ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte nie gewusst, dass das Wort dafür ist. Also ich glaube, ich habe es selber noch nie gekauft. Man kann das ja öfters, isst man das beim Asiaten, oder? Ist das das Gemüse? Das kennst du nicht, aber in so einer Chop Soy findet man die. In der Chop Soy, okay. Ich kenne das, Genau. Okay. Ja. Und es schmeckt fantastisch. Ja. Aber ich habe mein Leben lang einfach gedacht, das ist das. Ja, und ich habe kein Wort dazu gefunden. Und ich dachte einfach, das wäre Sellerie. Oh ja, weil es sieht aus wie Sellerie. Ja. Also es ist anscheinend Chicorée. Auch, ich muss sagen, es ist ein wunderschönes Wort. Chicorée. Wirklich, schreibt sich sehr schön. Hätte ich niemals so geschrieben. Ja, und wir haben tatsächlich sogar die Auflösung. Und ob wir wirklich richtig sind, vielleicht haben wir mit 0 bewertet. Ich habe gewonnen! Ja, sehr schön. 1-1. 1-1. Aber man muss fairerweise sagen, ich wusste auch nicht genau, wie es aussieht. Man sieht es ja, ich habe es einfach mit Sellerie verwechselt. Ja. Wie findest du Sellerie? Ich muss ehrlich sagen, Sellerie habe ich jetzt entdeckt, nicht jetzt, schon ein paar Monate her, kann man auch roh snacken. Absolut. Wisst ihr was, ich mache ein bisschen Werbung für Sellerie. Du weißt, ich werde von denen. Es gibt auch anderes tolles Gemüse. Ich werde Gemüse. Von denen gesponsert, aber ich sage jetzt einmal an der Stelle, kalt, mit ein bisschen Salz drauf, fantastisch. Einfach so essen. Die müssen auch wieder, alles kommt bei mir in den Kühlschrank, kalt, kommt snackable. Alles in den Kühlschrank? Alles. Alles. Auch die Unterhosen? Auch die Unterhosen kommen. Und du weißt, ich habe die drei, die kommen da rein. Aber, und die sind fantastisch, auch zum Dippen. Ja. Also wirklich. Und in der Bolognese auch gut, warm. Ganz kurz, wir haben natürlich ein paar Begriffe vorbereitet, aber ihr dürft natürlich auch fleißig ein paar Begriffe in den Chat schreiben. Vielleicht wählen wir da auch mal einen von aus. Genau. Und denkt daran, ich kenne nicht viele Wörter. Okay. Ja, alles klar. Wir haben den nächsten Begriff. Ich würde sagen, wir blenden ihn ein. Und es ist 3, 2, 1. Ja. Es ist Dagobert Duck. Oh, okay. Dagobert Duck, ist dir ein Begriff? Doggy Duck, yes. Dagobert Duck. Dagobert Duck. Also, es gibt ja nur den. Es gibt, ja. Es gibt, sagen wir mal hier, also es gibt Donald Duck. Dagobert Duck. Duck. Also es gibt der Donald Duck und dann gibt es die drei kleinen, die seine Söhne sind, richtig? Ja, genau. Und eins davon ist ein er. Ist ein richtiges Arschloch. Ist ein richtiges Arschloch. Ich muss ehrlich sagen, okay, ich weiß, wer es ist. Ich versuche mein Bestes, aber gut. Du weißt genau, welche Farben das sind? Nein. Okay. Doch. Nee, doch? Nee, doch. Ich würde sagen, 3. Ich vermute. Drei. Aber ich habe keine Ahnung. Das ist gemein. Ja, was? Ich weiß es auch nicht. 3, 2, 1. Nein! Los! Ach, come on! Oh Gott, das ist so unangenehm. Fuck. Naja, egal. Oh mein Gott. Scheiße. Okay. Das ist so schwierig, das aus dem Gedächtnis zu malen. Ich mal erst mal die Umrisse. Fuck, was ist das? Scrooge McDuck heißt der im Englischen übrigens. Ich weiß nicht mal, ob das die... Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob wir heute hier mit einem gut gemalten Begriff rausgehen. Oh mein Gott, das ist... Na... Oh mein. Okay, nee, das ist wirklich. Okay. Ja, ach, das Farben wird wahrscheinlich nicht so richtig sein. Oh Gott.
Hast du denn... Ich habe leider auch... Ich habe das nie gelesen früher als Kind. Hast du das gelesen? Nee. 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 Oh, das ist... Mann, ich weiß doch die Farben nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte mir vorher noch mal alle Begriffe, die es gibt auf der Welt, angucken sollen. Und ich weiß nicht mal, ob das stimmt mit... Also, ist ganz schlimm. Nein, ich denke... Mir kommen immer so Blitze und dann denke ich so, das ist es doch. Keine Ahnung. Nee, das ist ganz schlimm. Okay. Boah, das ist schlimm. Okay, ich mach mal, fang mal hier. Fängst du nochmal von vorne an? Ja. Oh nee, das ist... Ihr wisst nicht, also das ist so frustrierend, weil man hat so ein Bild im Kopf. Ja, aber man kann es nicht fassen, oder? Nicht. Nee, das ist ganz schlimm. Der kann ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht mal, ob der... Nee. Vielleicht hatte der... Hatte den... Nee. Oh Gott, das ist ganz, ganz schlimm. Oh, okay, also ich erzähle mal eine Geschichte. Und zwar von meiner Jugend, als ich in der Waldorfschule war. Und zwar gab es da so ein Mädchen. Ja. Und die konnte besser malen als ich. Und deswegen fanden die alle immer toll. Ja. Und ich habe bei der versucht abzumalen. Und ja, es hat nicht so gut funktioniert. Und das ist alles. Scheiße, ich hab noch nicht mal ein Gesicht. Okay. Und ja. Und eine andere Geschichte, ist ein bisschen, die mir auch eingefallen ist bei der Waldorfschule. Wir mussten malen. Und während wir gemalt haben, musste ich ganz doll niesen und hab so genossen. Und dann war so viel. Noch eine Minute? War so viel Schleim aus meiner Nase, die rausgekommen ist. Ja. Und, ja. Oh fuck, ich kann doch nicht malen. Warum bin ich hier dabei? Der hat doch so eine Mütze aufgehabt, oder? Das habe ich gerade auch gedacht, aber ich weiß es nicht. So eine Kapitänsmütze hatte der auf. Sowas. Das war so eine. So? Nee, das ist wahrscheinlich. Oh nicht. Gott, ist das unangenehm. Und dann hier hatte der oft das doch so ein Sack Geld. Okay, das ist. So. Okay. Shit. Das ist richtig. Oh Gott, das laden wir nicht hoch. Zwei. Ich weiß nicht, was und ist. Und Stifte weg! Scheiße! Okay, das sah gut aus. Aber der war. Warte mal, wo ist. Du meinst an. Oh Gott! Aber du hast. Ich finde, Katjana, du hast im Gegensatz zu mir, hast du den Schnabel sehr gut getroffen. Ja, der Schnabel. Der sieht aus wie ein Hund. Aber was sind denn das? Hat der. Aber interessanterweise denken wir beide, dass er ein blaues Oberteil anhatte. Das stimmt. Oder? Ja, und deiner sieht aus, als ob der gleich jemanden umbringen will. Das ist, was hat denn da in der Hand? Der hat, Wodka? Der hat, nein, der hat in, der hat so eine Geld, so eine, ah, so, ja. Eine so ein Sack voll Geld dabei. Ja, das habe ich auch da irgendwo. Also, liebe Leute, ihr habt es gerade gesehen, ihr könnt jetzt abstimmen unter dem Ausrufezeichen Bild mit Fabian, wenn ihr glaubt, dass ich das besser gemacht habe, oder mit Ausrufezeichen Bild und Katjana, wenn ihr denkt, Katjana Gerz hat das richtig gemacht. Und ich finde, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer das auch ein bisschen besser beurteilen können, wer es besser gemacht hat, sehen wir mal das Original. Oh Gott. Oh Gott. Und. Oh shit! Huh. Er hat eine Brille! Nee. Das. Okay, das ist und ja. Ein Zylinder. Fuck. Ich hab den Zylinder, Leute. Aber ich hab und die den Jacke Schnabel. Ist rot. Den Schnabel hab ich. Ich hab eine Mütze. Ist fast die richtige Dingens. Ja. Ich hab blau. Blau hier unten. Aber ich finde, du hast überhaupt, was du überhaupt nicht hast, sind diese riesigen Füße, die Enten haben. Okay, wir haben beide und ich hab riesige Füße, Leute. Lieber Chat, vergiss nicht, ich hab riesige Füße gemalt.
Ja, aber das Hä? Das ist doch mega geil. Nein, ich habe auch hier Füße. Das ist halt alles nur ein bisschen bedeckt, weil ich das versucht habe. Und die weiße Haut hätte ich gar nicht malen können, weil die Farbe weiß habe ich gar nicht. Meins ist ein bisschen weiß hier. Man sieht, ich kann nicht weiter argumentieren. Ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ergebnis. Es ist ja eindeutig, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, ihr werdet es wahrscheinlich schon haben. Können wir mal einen Blick auf das Ergebnis? Und ganz knapp! Ja. Fabian hat gewonnen! High five. Yes, yes! Es war, wir sind war ein schon, Team heute Abend. Wir das sind ein, war schon ein bisschen Wir sind besser. Ein Team heute Abend, ihr wisst es. Ey. Du und ich. Wir sind ein Team. So. Ich würde sagen, wir machen gleich den nächsten Begriff. Okay. Komm, wir stoßen mal kurz an. Gut, aber ich hab... Du hast gar nichts? Okay, dann auf mich. Cheers. Cheers. Auf Fabian. Und auf dich natürlich. Und auf ganz viele andere Dinge. Wir machen gleich weiter. Es macht schon Spaß, hä? Weil es macht mega Malen Spaß. Erinnert mich so wieder an meine Kindheit. Das macht schön. Ja, es ist so ein bisschen wie zurück in den Mutterbauch zu kommen. Der nächste Begriff kommt aus dem Chat. Oh nein. Ja, von Fandy M. Fandy M, hey! Sandy M. Sandy M. Sandy M. Fandy M ist auch nicht so cool. Nee, Sandy M ist cool. Und wir gucken uns mal an und heißt... Ja, Pfandflaschenautomat. Was ist denn ein Pfandflaschenautomat? Ich will nur sagen, es gibt ein Pfandflaschendingens, wo man die Pfandflaschen reintut. Das ist er. Ach, die Pfandflaschenautomat. Ja. Wow, ja. Geil, okay. Es ist offensichtlich auch, Sandy M. ist offensichtlich ein Troll. Nein, wahrscheinlich nicht, aber das ist so ein Insider, weil ich gut, musste ich liebe mal, Insider. Dass ich musste mal diesen Begriff malen bei Montagsmaler. Und nee, ich musste ihn erraten. Florentin hat ihn gemalt und ich bin nicht drauf gekommen. Mhm, okay, ja. Aber jetzt hast du einen kleinen Vorteil, weil du genau weißt, wie er aussieht. Genau, seitdem gucke ich mir jeden Abend Pfandflaschenautomat an, also wie er ausschaut, damit ich ihn, wenn ich mal malen muss, und jetzt ist mein Moment gekommen. Ich würde sagen, auf die Plätze. Fertig. Los. So. Naja, gut, es gibt halt jetzt. Es ist ein bisschen der. Ich will nicht gegen den Griff abstänkern, aber es ist ein bisschen schwierig, weil es gibt nicht den einzelnen Pfandflaschenautomat. Aber naja. Zack. Das ist ein sehr guter Begriff. Es ist halt ein einfacher Begriff. Weil man halt auch konzentriert sein muss. Um genau. Ich finde, bei dem Begriff stellt sich jetzt heraus, wer wirklich auch 3D-mäßig so ein bisschen was drauf hat. Weil da kann man ja schön in die Tiefe gehen. Ja. Und auch perspektivisch arbeiten. Fuck, ich habe das mal gelernt. Ich weiß. Nee, ich mach's erstmal hier. Zack. Zack. Oh Gott, das ist wirklich gut. Das macht Spaß hier, weil das ja richtig. So, jetzt. Hä, wie kann man denn? Ich weiß auch nicht so ganz, wie das gehen soll. So. Und der ist ja. Also, malen wir denselben? Wir malen den schon hier bei uns, bei unserem Supermarkt um die Ecke, oder? Den ich habe noch nie Pfand da Flaschen abgegeben, aber ja. Warte. Das geht dann so. Zack. Nee. Okay. Nee, das war falsch. Shit. Zack. Okay, das ist ein bisschen. Upsala. Einmal. Okay. Und das, Mal. Fuck, guck mal. So. Okay. Und jetzt hier noch Ihmchen. Ihmchen. Wie oft bringst du so Pfand weg? Im Schnitt? Gar nicht? Oh, nee, ja, wir haben so, ich bestelle mal was und dann kommen die zu uns und heben das ab. genau. Ich okay. Weiß, wir bestellen so einen Kasten. Ich weiß ganz genau, wovon du gerade redest, Katjana. Ja? Ja. Wirklich? Ja. Und hast du sowas auch schon mal gemacht? Pfand weggebracht? Nee. Was bestellt? Ja. Um das zu entgehen? Ja. Ja, tatsächlich. Nee, das habe ich noch nie gemacht. Nee, das weiß ich nicht. Ich will doch nicht, dass fremde Leute in meine Wohnung kommen. Ja, und es macht immer Spaß, dann
Nee, das ist nichts für mich. Das ist alles nichts. Aber dann hast du ja wirklich einen Nachteil, weil du offensichtlich nie selber Pfand wegbringst. Oh Gott, wie kriegt man denn... Nein, der Chat ist langsam, aber sicher. Okay, okay, ich glaube, okay, ich habe aber sicher für mich gewonnen. Okay. Wie kriegt das denn hier? Malst du auch das Interieur? Zum Supermarkt? Oh, darn it. Zack. So. Warte, wenn das hier kein 1A-T-Shirt-Motiv wird, dann weiß ich es auch nicht. Schutz. Zack. So. Hier, kleines Detail. Ach komm. Die Leute werden es belohnen. Ist. Zack, 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 zack. So. Noch eine Minute, Katjana. Oh. Auch als Podcast zu genießen, dieses Format. So. Nein, nicht als Podcast zu genießen. Ich habe mich vertan. Okay. Okay. Ach, mein Gott. Zack. Mein Gott, das. Ja, also oh, Gott, mit Gott hat das jetzt nichts zu tun. Noch 10 Sekunden. Oh, hier noch eine kleine. Zack. Mano. Zack, zack. Okay. Okay. Stifte weg. Stifte weg. Und ganz schlimm. Und ich würde sagen, wir gucken, wir werfen einen kleinen Blick auf unsere Pfandautomaten. Genau. Und wir haben hier einmal das Exemplar von mir. Ich möchte kurz erläutern, was ich gezeichnet habe. Ich habe natürlich den 1A350P Pfandautomaten gemalt mit einmal hier dem runden Guckloch für die PET-Flaschen und hier die kleine schmale Röhre für die ganzen Kästen. Dann haben wir hier den Knopf, womit man seinen Bon bekommt. Da kommt der Bon raus. Und hier sehen wir, welche Flaschen wir schon eingescannt haben. Also 3x 8 Cent, 2x 15 Cent. Und hier, Leute, kleines Detail, kleiner aber fein. Da sind die Flaschen, die die blöden Leute abstellen, die vercheckt haben, dass es da gar kein Pfand drauf gibt. Und die dann einfach im Laden stehen lassen. Sehr gut. So. Eindeutig klar. Jetzt du. Jetzt bin ich dran. Ja. Können wir kurz mal gucken bei mir, hier drüben? So, bei mir ist das ist offensichtlich ganz, eine Waschmaschine. Ganz klar, weil bei mir, meine Damen und Herren, steht Pfandflaschenautomat. Ja. Weil wissen wir, dass das de facto ein Pfandflaschenautomat ist. Ja. Es geht ja bei den Pfandflaschen, es geht in das tiefe schwarze Loch. Mhm. Wir wissen, wohin gehen diese Flaschen, fragt man sich immer. Und das habe ich hier etwas kreativ symbolisiert mit dem schwarzen Loch, der das alles verschluckt. Und auch wie du haben wir hier den grünen Knopf, der uns sagt, wie viele Flaschen dieser Flaschenautomat in sich, in dieses schwarze Loch gezogen hat. Hier auch, hier unten. Wo sehen wir das? Das kommt dann da raus. Hier. Naja, aber wo ist die Anzeige? Wie viele Flaschen wir schon abgegeben haben. Ja, das kommt drauf an. Wir sind ja nicht so gehobenes Volk wie du, Fabian, der nur diese schickimicki Supermarkts gehst. Wir sind hier vom Volk. Bei uns geht es einfach, wir haben keinen Platz für die Kästen, weil hier werden keine Käste gekauft und hier wird es nicht angezeigt. Man drückt den Knopf und es ist auf gut Wille. Und man kommt, sagen die einfach, da muss man so, einfach glauben, was man da reingetan hat. Kauft dir ein Brötchen. So, hier haben wir diese namenlose Flaschen. Ja. Die sind alle noch voll. Weil, was machen volle Flaschen beim Pfandautomat? Das ist immer so, dass die Leute da hinkommen. Das ist ein Hangout-Area. Für volle Flaschen. Für volle Flaschen. Da kommen die Leute hin, können sich ein bisschen Bier nehmen und dann halt dieses schwarze Loch zugucken. Wie gesagt, glaubt an mich. Bei mir steht Pfandflaschenautomat. Deswegen
ist es näher dran. Perfekt. Ich würde aber sagen, ich glaub, ihr könnt schon. Ist schon ein bisschen unfair. Du hast ja jetzt du hast es ja vor kurzem gesehen, wie es gemalt ist. Ja. Und ich kenne den Florentin, wenn ich eins weiß, ist das, der gut malen kann, besonders ja. Pfandflaschenautomaten. Also, Mine, Biene. Also, falls ja, ihr diese. Falls ihr dieser Frau einen Punkt geben, aus Mitleid geben wollt, könnt ihr das gerne machen. Aber ich würde sagen, wir sollten. Aus Kreativität. Wir sollten immer noch nach Köln bewerten. Weiterhin Hashtag Ausrufezeichen Bild und Katjana oder Fabian. Und wir müssen aber auch, wir haben es ja eben auch schon mal gesehen, den Anfangs. Und wir können auch langsam aber sicher das Ergebnis. Genau. Wie gesagt, es heißt. Original gucken. Wow. Okay. Wir haben, also natürlich ist nicht jeder Pfandautomat baugleich, ne? Muss man fairerweise dazu sagen. Mhm. Aber wir haben ganz eindeutig, wir haben den Knopf, wir haben die Anzeige. Aber wir haben das schwarze Loch. Und wir haben hier den Kasteneinzug. Leute, stimmt ab und ich würde aber sagen. Es gibt auch ohne Pfand, ohne Kasten. Gibt's nicht. Zeigt mir einen Pfandautomaten ohne Kasteneinzug. Und es heißt Bildunschön. Bildunschön. Bildunschön, das ist nur kein D dabei. Wir gucken kurz aufs Ergebnis. Wer hat gewonnen? Es ist. Ach ja, das ist ja klar. Leute, es ist wie in der Waldorfschule. Ich werde hier. Du bist das hübsche Mädchen. Ich bin das hübsche Mädchen. Du bist das hübsche Mädchen, die alle cool finden, weil sie gut besser malen kann als ich. Okay. Oh Gott, ob ich das noch aufholen kann. Ja, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Begriff. Und der ist folgender. SpongeBob. Kommt auch aus dem Chat der Begriff und ihr dachtet, ihr verarscht mich, aber ich weiß ganz genau, dass SpongeBob blau ist. Ja, und ich wollte gerade schon Patrick malen. Ja, von einem Felix aus dem Chat kommt der übrigens. Danke, Felix. 3, 2, 1, go. So. Welche Farbe gibst du SpongeBob? Braun. Braun? Mhm. Okay. Ich war ja, ich war ja gar nicht so ein SpongeBob-Fan, muss ich ehrlich gestehen, in meiner Kindheit. Ich habe liebend gern immer andere tolle Kinderserien geguckt. Nämlich zum Beispiel Zwei bei Calvas oder Brit. Das waren so meine Kinderserien. Scheiße. Wenn jetzt natürlich das Blau ausgeht, dann habe ich natürlich ein dickes Problem. Darn it, man muss ja wirklich überlegen, wie das aussah. Wie sah das nun mal aus? SpongeBob? Ja, wie sah es schon. Ja, also vor allen Dingen, es ist wirklich unfassbar, wie das Gehirn einen austrickst, oder? Ich meine, man hat ja so ein ungefähres Bild. Ich hab's so in meinem Kopf. Ich weiß, wie er aussieht. Und dann hat er so. Ja, und dann hat er so ein. So Flügel gehabt, ne? Hätte man ja gar nicht so. Was? Der hat da unten auf jeden Fall so ein. Oh, das ist ganz komisch, was da. Der hatte doch. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich glaube, das war das, was unten war. Zack, zack, zack. So. Oh nee, jetzt wird's. Nein, jetzt vermiese ich's. Wie war das mit seinem scheiß fucking Gesicht? Kannst du dich da an das Gesicht erinnern? Nee, ich kann mich. Ich habe auch viel zu. Oh nein. Der hat irgendwas. Oh Gott. Das ist peinlich, ey. Das ist richtig peinlich. Ich male einfach das andere weiter, von dem ich denke, das richtig ist.
Hä, wie? Also ich weiß jetzt schon, dass das Gesicht nicht richtig ist. So sieht der nicht aus. Doch. Mach das, übermal das wieder. Scheiße. What the fuck? Ich kann mich nur an ein Ding erinnern. Was denn? Sag. Nee. Nee? Also... Oh fuck, das kann man ja nicht übermalen. Das müsst ihr euch gleich wegdenken, lieber Chat. Das will ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das scheiß Gesicht aussieht. Oh Gott. Eine Minute 30 noch, liebe Katjana. Mann. Was hat denn der an? Fuck. Ding, ding, ding. Ja, der hat vor allen Dingen, hat der... Zack, okay. Nein, nein, nein. Oh. Oh nein, Mann, das Gesicht. Warum weiß ich nicht, wie sein Gesicht ist? Ich check das sein Gesicht gerade nicht. Fuck! Keine Ahnung! Shit! Hat der irgendwas anderes an? Der, wie ist das mit der Nase? Hä? Wo ist der Mund? Und ist das so ein Riesenmund oder so ein kleiner Mund? Och Mann! Oh Mann! Aber der hat auf jeden Fall so ein... Ja, der hat auf jeden Fall so einen kleinen... Oh, welche Farbe? Er hat sowas auf, oder? Fuck, ey. Oh, Entschuldigung. Sowas hat er irgendwie... Was hat der an? Hat der was an? Ich mache... Die Zeit ist 3, 2, 1. Stefte weg. Gott, Scheiße. Shit, ja, du hast voll recht. Also, wir drehen das hier einmal. Also, ihr dürft wieder abstimmen. Bevor wir abstimmen, gucken wir uns erstmal das Original an. Aber magst du mal ganz kurz... Ich erläutere mal hier. Ja. Also, man sieht das jetzt nicht so richtig, aber das sind alles so Bubbles hier. Also, man sieht, das soll alles gelb sein. Und hier sind so diese, weil es ja die Sponge ist, weil er ja ein Sponge ist. Ja. Genau, also das sieht man hier und... Aber der hat doch keinen eigenen Kopf, Katjana. Genau, das ist. Das ist doch ein Ding. Ja. Okay, wir gucken uns mal meins an. Also, bei mir hat der liebe SpongeBob auf jeden Fall, ich meine mich erinnern zu können, dass er diese kleinen dünnen Beinchen hat, die schwarz sind, und er hat eine braune Hose an. Und er hat einen Hut. Und die bei der Mundpartie bin ich mir komplett nicht sicher, deswegen habe ich den Mund weggelassen, habe nur einen Strich und zwei Augen gemacht. Und ich bin bereit für das Ergebnis. Ach, das ist da. Stimmt's auf jeden Fall. Jetzt schon mal ab unter Ausrufezeichen Bild. Oh mein Gott. Und da ist er! Niemals. Ich hab. Die dünnen Beinchen, Leute, die dünnen Beinchen und die braune Hose. Die braune Hose. Das ist so krass, wenn ich den und jetzt angucke. Und diese Pinocchio-Nase, ja. Absolut, ganz klar weiß ich jetzt, so sieht er aus. Im Kopf habe ich nicht zusammengekriegt. Ich habe Patrick zuerst im Kopf gehabt und dachte, der ist rosa. Oh, nee, Gila. Oh. Also stimmt ab, falsch. Ausrufezeichen Bild für Katjana oder Ausrufezeichen Bild für Fabian, wenn ihr denkt, dass ich besser gemacht habe, ansonsten natürlich. Also ich, Katjana. Wenn ich jetzt mein Handy da hätte, ich müsste für dich, eindeutig ist das SpongeBob. Ja, und ich höre auch gerade schon, wir haben schon das Ergebnis. Ja, das ist dann schauen wir doch mal drauf. Wenn ich 1% habe, freue ich mich. Ach, trotzdem. Oh, nicht schlecht. Aber ich würde sagen, der Punkt geht an wen? Fabian. Der Punkt geht an Fabian. 4-1. Es ja. Sieht gut aus für die Damen im Haus. Jemand hat mir schon öfters gesagt, dass ich eine sehr weibliche Züge hätte. Wer hat das gesagt? Das sagen mir öfters Leute. Ja. Ja. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Ich mag das. Und weiche Seite. Ich habe weiche Hände. Und da Hände. Kommen wir auch schon. Kleine Hände. Ganz kleine Hände. Und da kommen wir schon zum nächsten Begriff. Und der ist folgender: oh. Gott. Also, aktuelle Version von den Umrissen von Deutschland. Ich mach's mit Augen zu, weil das ist irgendwie. Und es geht los in 3, 2, 1. Ach, das ist ganz, ganz gut. Und los.
Ja. Ja. Ganz klar. Snack. Ich brauche dafür keine 5 Minuten. Das ist ja nur ein Umriss. Aber das kommt ja dann am Ende darauf an, wie detailgetreu der Umriss ist. Ja? So. Zack. Also da glaube ich... Also das ist wirklich ganz, ganz schwer. Also du hast ja hier. Du hast hier ein bisschen hoch, geht nach. So. Ich hab schon. So, ich kann. Ich werd ein paar Sachen einmalen, da wird der Chat nicht nein sagen können. So. Wollen wir das eine schnellere Runde? Weil das ist ja nur Umriss. Das ja, ist Umriss. Du weißt schon, dass es da die ein oder anderen vorgelagerten Inseln gibt, ne? Zack. So. Okay. Was? Nee. Da, keine Ahnung. Da bin ich zu geografisch. Zack. Hier. Ich mache jetzt einfach nur Punkte, wie ich es einfach immer sehe, wenn ich Nachrichten gucke und das Wetter. Ja. Okay. So. Lass uns das mal sehen. Bitte? Und sind wir soweit? Ja. Weil wir müssen jetzt nicht länger darum. Stimmt. Posten. Müssen wir nicht länger drum rumwuseln? Okay, ich habe 2 Varianten. Du, das ist doch unfair, du kannst nicht 2 Varianten nehmen. Mann, komm, wir legen das mal kurz weg. Das verwirrt ja nur. So. Du hast 2 Varianten. Was ist denn oben, was ist unten? Magst du einmal, also das ist hier magst oben. Du einmal Süden hier markieren? Sind wir hier. Magst du einmal Süden markieren? So, das ist gut. Süden. Also, ja, genau, hier um Kiel, dann Berlin, dann haben wir hier Köln, Area, München. So. Okay, ja, nice. Das ist, ja. Ich darf auch einmal kurz mein Deutschland präsentieren. Und zwar haben wir einmal hier die Deutschlandkarte, die aktuelle. Wir haben, hier unten haben wir den Bodensee, das ist natürlich Süden. Wir haben hier den Bereich von dem Saarland, ja. Ja, das habe ich hier auch so ein bisschen. Und Pickel. Wir haben hier natürlich die Nordseeküste, im Spezielleren die ostfriesischen Inseln. Es fängt natürlich an mit Borkum, dann kommt die Insel Norderney, dann kommt Jüst, dann kommt der Winzling Baltrum, dann Langeoog, dann Spiekeroog und dann Wangerooge. Jawohl, ich habe sie drauf, die ostfriesischen Inseln. Und jetzt kommen wir natürlich hier im Norden, nein, die nordfriesischen Inseln. Hier haben wir Amrum und hier haben wir Sylt. So, und dann gucken wir auch noch ganz kurz auf den Osten Deutschlands. Wir haben hier das große Fehmarn mit der großen Brücke, da kann man rüberfahren, auch mit dem Zug. Der Zug fährt dann von hier weiter nach Kopenhagen und wir sehen hier natürlich die Insel Rügen, hier angrenzend an Polen, Tschechien und so weiter. Und ich würde sagen, haut mal raus, Ausrufezeichen Bild für Fabian oder Ausrufezeichen Bild für Katjana, was näher an der Wahrheit liegt. Und wir sehen hier auch schon die Deutschlandkarte präsentiert. Ah, guck mal, aber ja? Dünner hier, du hast keinen Dünn. Und diese ganzen Inseln, blablabla, ist auch nicht da drin. Das heißt, deins ist nur ein großer Doch, Block Rügen hier. Sehe ich da. Rügen sehe ich da. Großes Rügen sehe ich deins da. Deins ist dein Dingens. Da ist mein schon mehr da? Dieses Ding. Dieses guck mal dünne, da, guck mal da. Das. Guck mal da. So. Guck mal da. Ja, das passt war schon gar mehr. Das war, da passt war schon gar mehr. Das passt schon viel mehr. Das passt schon viel mehr.
hier, dieses kleine Ding, deins ist ein großer Block. Ein großer? Nee, siehst du? Ein großer Block ist das bei dir. So. Also, ich frag mich, war das eine Frage von dem Chat? Nee, das kam, glaube ich, das kam von der Redaktion. Ja. Das ist eine sehr spannende Sache, die man gut malen kann. Ich würde sagen, wir müssen auch gar nicht groß pitchen. Ich meine, das Ergebnis liegt offensichtlich auf der Hand. Wir gucken mal rein ins Ergebnis. Also, und ganz knapp habe ich gewonnen, oder? Ich habe so schlechte Augen, trotz Brille. Knapp habe ich gewonnen. Knapp. Ein Punkt. Aber liebe Regie, schaffen wir vielleicht denn noch einen Begriff aus dem Chat? Einen letzten? Ach, Halo wartet schon. Haben wir es schon? Zu spät? Haben wir schon? Oh mein Gott, die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Ach mein haben Gott. Haben wir gar nichts mehr. Müssen wir jetzt aufhören? Wir müssen aufhören, weil nämlich da drüben warten die Kolleginnen und Kollegen von Chiara und Simon, in Form von Chiara und Simon, die jetzt Halo spielen gegen Bonjour, Mental und Leon, glaube ich. Ist das korrekt? Ja, es ist korrekt. Und ich würde sagen, bleibt schön dran. Das war ein kleiner Versuch für ein kleines Format. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet, damit wir wissen, was wir verbessern können, ob wir es nochmal machen oder ob wir es einfach lassen. Nicht mal drüber reden. Ja. Alles klar. Ich würde sagen, habt doch einen schönen Abend. Bleibt schön hier dran. Wir sehen uns bald wieder. Das ist Katjana. Mein Name ist Fabian. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.